Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei den Hofgeschichten auf unserem Vorhof. Wie immer mit dem Brilli und dem Zwiebel. Moin. Hallöchen. Guten Morgen. Was machen wir? Wir ernten erstmal wie jeden Tag. Ja. Ernten. Aber dieses Zeug, was hier so lange wächst, ist nicht schlecht. Was sagt er? Keine Ahnung, er hat schon die Schnauze voll von irgendwas. Ich kann euch gerade nicht helfen im Gießen. Warum nicht? Meine Gießkanne ist in der Werkstatt. Aha. Geht halt einfach nicht auf. Sehr clever eingefädelt, Bürschchen. Okay, da. Mal gucken, dass ich noch ein paar Köder baue. Wie viele Iridiumbarren haben wir denn jetzt? Müssten drei sein. Also einer hat, ich habe zwei und dann müsste noch irgendeiner. In der letzten Kiste habe ich hier gelagert. Okay. Also können wir uns damit noch nicht mal einen Sprinkler bauen, ne? Oder? So ein Iridium-Sprinkler? Ich dachte, wir bauen keine Sprinkler mehr. Na, die Iridium machen ja, die machen acht Felder um sich rum. Voll. Ja, was denn? Das ist ja nix. Ja. Das ist nix. Bau doch lieber so eine Gießkanne, ey. Ja, dann gießt du halt in Zukunft hier alleine. Mit deiner super, super Gießkanne. Ja, selber. Neid, Hammel. Überhaupt nicht. Mit deiner Gießkanne ist mir sowas von Wumpe. Sagt der zur anderen ins Haus geht und die Kisten leer räumt. Genau. Haben kann, dass da was drin liegt. Weil du alles bunkerst, Junge, was irgendwie das von Wert ist. Nur Sachen, das waren nur Sachen, weil du ein Otto bist. Weil du ein Otto bist. Lassen einfach, Männer. Ihr seid die ganze Zeit... Hey, ich will doch nur die Geoden aufbrechen. Das nicht mehr, oder was? So, das war das. War schon bei den Hühnern? Nicht angeln. Mene? Was sagst du? Warst schon bei den Hühnern? Ja. Okay. Treffer. Willst du mal ein Ei braten, oder was? Was geht denn hier? Nö, muss nicht, aber guck mal. Rät mit Schatz. Lachs. Gehen wir mal gucken, ob wir noch ein Rezept mit Dings haben. Leute, Lachs und fünf Kohlen, mit, um den direkt zu braten. Nee. Was ist das denn mit Dings? Na, mit, ich habe Gelee habe ich und Wildhonig habe ich. Also mit Gelee, das gibt's bestimmt, aber man sieht noch nicht viele Rezepte. Was siehst du denn? Also ich sehe das Ei und dann auf der zweiten Seite noch ein paar, noch fünf auf der zweiten Seite. Siehst du noch mehr Rezepte? Leute, jetzt gib mir doch mal Solange du da drin bist, sehe ich gar nichts. Ach so, alles klar. So, zack, sorry. Also ich kann Spiegelei herstellen und 1, 2, 3, 4, 5, nee, vier Sachen auf der zweiten Seite. Bauernmahlzeit, Überlebensburger, Bergarbeiterleckerbissen und Wurzelplatte. Okay, dann habe ich da noch den Matrosenteller, den habe ich nämlich zack, du, die Tigerforelle, du. Wahrscheinlich vom Angeln. Beim Angeln bekommen, ja, genau. Ja. Zack, zack, zack. Ich pack dir mal hier den Gelee und den Honig hier in die Kiste. Okay. Ein Fisch nach dem anderen, du knallst. Ja, ich hab Angeln halt erst auf eins, das ist das Problem. Okay. Ja, gut, Braunangeln oder was? Komm, wir schmeißen Brilli ins Wasser. Ihr mobbt mich, habt ihr das eigentlich mal gemerkt? Nicht wert. Ich hab mir alle Folgen angeguckt und bin zum Schluss gekommen, dass ihr beiden mich einfach nur mobbt. Nö. Ja. Gar nicht. Ja. Das kommst du denn immer auf so einen schmalen Grat, ey? Wir mobben dich. Dabei war ich ja alles nur fürs Team. Ja, genau. Du gibst alles Geld nur fürs Team aus. Ja. Ja. So, ich wollte ja noch zwei Spiegeleier herstellen. Was machen die eigentlich, die Spiegeleier? Wie viel stellen die wieder her? 50 Energie und 20 Barsch, Gesundheit. Barsch. Okay. Aber ich verkaufe die immer. Ja, gell? Spät geklickt. Oh, das ging aber schnell, das Opfer. Ach Leute, vielleicht können wir ja hier direkt auch mal ankündigen, jetzt was demnächst gespielt wird. Und zwar, glaube ich, dann irgendwann nächste Woche, wenn wir nicht jetzt richtig rechnen. Diese Woche haben wir ja noch die Bäume. Ja, ich glaube, du rechnest richtig.
Genau, schön die Ankündigung nach dem Release, genau. Das müsste nächste Woche sein. Da werden wir drei ein neues Format starten. Und ja. Werden zusammen uns in die Welten von Anthem begeben, falls ihr Bock drauf habt. Anthem, genau. Wir haben nämlich jetzt mal keine Lust mehr hier auf diese ganze Harmonie-Scheiße, ja. Wir wollen wer uns kennt, weiß, wie gut wir in Shootern sind. Ja, genau. Wir aber wollen ballern. Das wollen wir der Welt geben. Ich glaube, aufgrund dessen, dass das so ein teambasierter ist, könnte... Wird es noch schlimmer. Ja, wird es noch schlimmer, genau. Ich bin in PUBG ein absoluter Koryphäe. Vor allem stelle ich mir schon vor, träume ich mir schon aus, wie Brilli seinen Anzug da so schön gestaltet in so einem Schlumpfblau mit grüner Schleife oben drauf. Wenn das geht, ey, bin ich so echt dabei. Kann man wohl machen. Ich weiß aber nicht, ob man die Sachen freischalten muss oder irgendwie. Ich habe es gestern nur im Stream gesehen, sah irgendwie ziemlich geil aus. Ja, sehr witzig. Ah, bin ich dabei. Ey, die Häuse, ne? Da ist immer noch nichts drin. Ne? Mann! Vollkommen Fehlinvestition. Unsere Hühner haben keinen Gras mehr. Was? Ich habe auch keinen Bock, dafür Geld auszugeben. Und hol den Hühnern neues Gras. Hä, wie sollen die kein Gras mehr? Ah, aber ein Scherzkeks ausgepackt, du. Wie sollen die kein Gras mehr? Hä? Drinnen. Ach so, du meinst innen drinne. Fall davor. Also in diesem. Ach so, und deswegen wird das Zeug ja nicht leer, was da drin ist, richtig? Genau. Richtig. Ja, ich bin schlau. Ich bin schlau. Wovon redest du? Was sagst du? Oh, ich bin so schlau. Der Zwiebel ist tatsächlich der Schlauste hier. Tja. Was willst du sagen? Wie heißt es so schön? Unter den Blinden ist der einäugige König, nicht wahr? Also von daher. Nicht wahr? Nicht wahr? Doppelperfekt! Mit Schatztruhe! Ich bin der Angelaal, der beste Angler. Der Angelaal, ich bin der Angelaal! Angelaal! Die Scheiße da, ey. So, was wollte ich denn? Ach ja, ich wollte hoch. Hallo? Heute machen wir Nachtangeln hier, oder? Scheiße. Was, Nachtangeln? Ja. Ja, sagt er. Ja. Gott, der Willi aus seiner Hütte hier. Nacktangeln? Nein, Willi. Alles gut. Oh, hier war noch Geoden drin. Also ich glaube, tagsüber gibt es am Meer Sardellen. Jetzt will ich das mal wissen. Also schreib mir das jetzt mal auf. Zettel. Ich brauche einen Zettel. Was denn? Schreibt er sich auf. Was schreibt er sich denn auf? Wie alt er ist? So, schreib mal auf. Also. Weiß es nicht. Kinderzimmer. Kostet 50.000. Ein Kinderzimmer, okay. Ja, und 150 Hartholz. Wofür braucht man das? Man kann doch gar keine Kinder kriegen, oder? Ich glaube schon. Haben wir letzte Folge doch schon erklärt. Auch heiraten. Bei Rimworld kann man keine. 16 Uhr, scheiße, hier schon zu, der Laden wieder. Na, Sardine, wo sind denn meine Sardine? Immer dem Geruch nach. Ich war heute wieder äußerst produktiv, muss ich sagen. Ey, wer äußerst. Hat denn eigentlich hier 10.000 ausgegeben für irgendwas? Ich. Für? Geht dich ein Scheißdreck. Wo ist sie jetzt hin? Oh, jetzt ist die wieder weggegangen. Während ich mit der rede, geht die einfach. Was hast du denn? Ich wollte noch wissen, was der Rest noch kostet. Das muss ich morgen wieder was hier. Was hast du denn jetzt für 10.000 gekauft? Ich habe mir jetzt die Goldhacke. Ja, macht euch alle Iridium-Dinger, dann mache ich mir wenigstens Gold. Genau, wir machen das. Keiner hat irgendwas mit Iridium. Was hier, ey? Ich habe noch nicht mal was aus Gold. Klar, doch, Brilli, deine Seele ist aus purem Gold. Sondern? Nein, Hubble. Die ist noch beim Dings und wird dann aus Metall sein. Und wird erst noch Gold. Ja. Irgendwann wird sie das. Na und, wir machen doch hier fette Kohle, also. Ja. Der Winter wird geil. Ja. Ich hab schon Angst. Ich angel jetzt noch bis 2 Uhr. Was anderes kommt hier, oder? Ja. Boah, was geht denn mit dem ab? Alter, was? Wow, mich hat sich aber sowas von alt aussehen lassen. Also irgendwie hier an diesem Tümpel, da kriegst du ja nichts raus. Das ist ja ziemlich weg, kacke. Weg. Und ich sollte vielleicht was essen. Weg. Ah.
Mull. Oh. Hier ist noch Essen. Oh la la. Ich habe keine Energie mehr hier. Ah, ich krieg eh immer nur blödes Müll. Ja. Achso, Köder, kann ich den eigentlich auch schon bauen? Nee, wa? Nein. Ey, sag mal, Junge, kann ich noch Köder bauen hier oder was? Eine Kirschbombe, da kann ich Dynamit fischen. Sitzt eigentlich die Möwe da so rum? Der Wuffi will schlafen, sagt er. Was? Wuffi will schlafen? Okay. Tss, hat er gemacht. Wuffi ist eine Schlange. So. Wann wächst denn eigentlich hier mit dem Baum mal irgendwas hier? Mit dem Obstbaum da? Treffer. So, Sardine, Sardelle oder Seegurke. Wenn es jetzt dasselbe ist, dann ist das aber mit dem Nachtangeln blödsinnig. 8 Krähen. 31 Sardelle. Krähen. Ihr verarscht mich doch hier. Besser Mann. Habt ihr das eigentlich mit dem Dorsch mitbekommen, dass der Dorsch in der Ostsee relativ ausgestorben ist, Leute? Nee, und dann? Mitbekommen. Ja, ist so. Und ja, ich habe mir jetzt gedacht, um den Dorsch zu retten, müssen wir auch die Jugend kriegen. Ja, wir müssen die Jugend akquirieren. Und da habe ich gesagt, wir machen ein Projekt Jugend. Dorsch. Wollte ich gerade sagen, Jugenddorsch, ja. Ja, das liegt auf der Hand. Dürfte dir als Biologe ja sehr zu denken geben, wenn da eine Art kurz vor dem Exitus steht, ne? Ja. Ja, komm ins Bett jetzt, mal hinne. Nein, ich mache Nachtangeln. Weißt du, wir reden hier gerade über das Aussterben einer Fischart und du betreibst hier exzessiven Fischfang. Ja, ich angel die und werfe die dann zu Hause in mein Salzwasserbecken, um die zu züchten. Weißer Thun. Das nennt sich dann Pökeln, Mann. Also nachts gibt es wirklich andere Fische. Also weißer Thun müssen noch zwei andere sein. Oh, komm, aber es ist schon nicht schlecht, wenn du einen weißen Thunfisch direkt in Küstennähe angeln kannst. Also nicht schlecht. Ja. Der hat auch gerade nichts zu tun wahrscheinlich. Ach, deswegen hat er gesagt, ich lass mich mal fangen, ne? Es war jetzt nicht dein Bester. Ja, aber auch nicht mein Allerschlechtester. Naja. Das ist eigentlich ein. Ich habe letztens Geilen gebracht. Und zwar kamen wir irgendwie auf Tomorrowland ans Reden. Wie sagt man? Zu sprechen. What? Wir kamen auf Tomorrowland zu sprechen. Ja. Meinte ich halt, ja, da gibt's doch bestimmt auch überall LSD und so. Ja, ja, bla bla bla. Und dann meinte ich, wie geil wär's eigentlich, wenn du da DJ bist. Boah, ich hab eine super Seegurke, Alter. Wenn du da DJ bist und als DJ halt einfach Alice-D heißt. Mega, oder? Super. LSD. Ist ein richtiger Kracher, ja. Leute, ey. Der ist powered by me, wenn den irgendjemand klaut, ist nicht ehrlich. Ja, und vor allen Dingen sind das typische Anglerwitze, ja, weil sie sonst keinen haben, den sie unterhalten können. Weil die Fische gucken immer nur doof. Ich bin mal im Bett. So geht's auch. Das ist eine super Seegurke. Richtig krass. Das ist, hat die einen Umhang, dann weißt du es. Ja. Komm jetzt ins Bett. Ja, ich mach mich gleich auf den Weg. Mach dich jetzt auf den Weg. Nee, ich bin noch am Angeln hier dran. So, noch einen weißen Thun von 21 cm und noch ein Schatz. Ein antikes Schwert, liebe Freunde, ein Artefakt. Super. Sehr schön. Meine ganze Buchse ist voller Fisch, geil. Oh. Ich komme mal zurück, ich habe jetzt eh keinen Platz mehr im Inventar. Das ist so, das, ja, es ist so dieses Niveau, ein Blinder kommt in die Frauenumkleide. Nee. Genau, na Mädels. Ein Blinder kommt Moin. In den Fischladen, hallo Mädels. So, dann komme ich mal zu euch. Schön den Karpfen in der Unterhose. Manamu, Manamu. Waren das jetzt schon zwei Nächte? Nee, ist die erste Nacht. Manamu, was? Was? Was hast du gesagt? Ob es war schon zwei Nächte oder ist die erste Nacht jetzt? Die erste. Glaube ich, die erste, ja. So rein von der Zeit her war es erst eine. Alter, kommst du jetzt mal in die Kiste? Was ist vor meinem Haus denn los? Der Zwiebel dachte sich, Alter, ich bin kurz vor meinem Haus eingepennt. Ja, da kann ich ja nichts für. Ich bin kurz vor meinem Haus eingepennt. Ja, weil du immer zu spät losgehst, du Vollvogel. Plus 1 Angeleffektivität, neues Herstellungsrezept, Korkenfischköder und neues Herstellungsrezept, Schatzjäger. Was? Was ist ein Schatzjäger? Weiß ich nicht. Okay, das klingt also, ja aufregend.
Also ein silbernes, großes Ei bringt deutlich mehr Geld als ein Spiegelei. Also aus einem großen, silbernen Ei sollte man kein Spiegelei machen. Okay. Alles klar, Spiegelei, dann machen wir daraus nur noch Kuchen. Spiegelei bringt nämlich nur 35 Kann man jemand drücken? Ja, ich habe gerade noch Preise verglichen, damit wir nicht viel investieren. Gibt's da keine App für? Bestimmt, gibt's die auch. Ein Add-on. So. Add-on. Na, Addonski. Von meinem Haus Disco, Alter. Aber Richie, wenn du rauskommst. Lieber Herr Brilli, die letzte Nacht hat sie ein Joja-Mitarbeiter bewusstlos vor ihrem Haus 374 Gold. Alter, was für ein Wucher. Ich gehe jetzt mal gerade ins Gemeindezentrum. Ja, hause mal alle kaputt. Und oh, was ist denn hier? Fische ab. Ich glaube, ein paar können wir da wieder. Sag mal. Habe ich jetzt hier Hallus oder hatten wir hier oben nicht mal irgendwie mehr Zeug in der obersten Reihe noch stehen? Keine Ahnung, gießt man nicht. Ich gehe gleich mal eine Gießkanne holen und guck mal, wie weit ich damit komme. Mene. Du hast Hallos, ich habe nur ein bisschen umgegraben, deswegen sieht das. Die kann mal jemand die Instrumente wegmachen, das ist ja übel. Jedes Mal, wenn du das langsam wegmachst. Ich verstehe überhaupt nicht, für was die Scheiße im Spiel ist, echt. Das ist so bekloppt. So, Aquarium hier, was fehlt denn da? Tigerforelle, hab ich doch. Zack. Blaubarsch ist drin, Katzenfisch. Blaubarschbube. Leider noch kein Katzenfisch. Brauch noch einen Katzenfisch. Gibt's den Katzenfisch? Apropos Blaubarschbube, hat von euch jemand Aquaman geguckt? Ich glaub nicht, nee. Keine Marvel-Filme. Kein Marvel ist DC, du Idiot. Was ist denn hier? Jeder Comicbuchlesende wird sich dafür hassen, dass du das gesagt hast. Bündel Nachtfischen, da gibt es den Glasaugenbarsch, die Brasse und den Aal. Und ich weiß nicht, wo man da Nachtfischen muss. Okay. Also Aal ist tendenziell eher Süßwasser. Ja, aber ich glaube, die machen hier keinen großen Unterschied, oder? Sag mal, wie ist es eigentlich mit diesen Ködern? Verbrauchen die sich oder haben die eine gewisse Haltbarkeit und sind dann erst weg oder wie? Wir gehen hier noch. Wieso? Ach so, ja, vielen Dank für die Antwort, Brilli. Hm, danke. Was denn? Ob die Köder eine Haltbarkeit haben oder ob die einmal benutzt und weg sind. Köder? Ja, Köder. Angel und einmal benutzen, ein Köder weg. Ja, okay. Hätte ja sein können, dass die ein bisschen länger halten. Wie macht man die denn eigentlich, die Köder? Was brauchst du? Fleisch. Brauchst du Rezept? Nee, Käferfleisch. Ja. Käferfleisch. Ja, aber wo kriegt man Käferfleisch her? Weil ich habe eine goldene Superseegurke. Aus der Kiste. Also aus Mine wahrscheinlich, ne? Ja. Was machen wir jetzt eigentlich jetzt hier noch so thematisch? Ich mache jetzt gleich Nachtangeln. Ah ja. Das, was ich jeden Abend tue. Ja. So. Ich will jetzt noch mal zu der Ollen gehen und gucken, ob die mir jetzt mal noch ein paar Sachen sagt, was man noch alles bauen kann. Und dann will ich mir das mal aufschreiben, dass ich nicht jedes Mal zu der rennen muss. Okay. Langweiler. So, mal gucken, ob meine Gießkanne ready ist. Gib mir die. Aha. Stahlgießkanne. Hey. Na ja, das Ding. So. Kann ich ja auch hier... Goldgießkanne. Habe ich kein Geld hier. Leider will. Oh, fuck. Wie kann ich denn nochmal artikulieren hier, du? Soll ich diese Musikinstrumente verkaufen oder was soll ich damit machen? Ja, lager es ein. Alles klar. Man weiß ja nie, in dem Spiel braucht man irgendwann immer auch alles. So, was habe ich gekriegt? Ja, gerade wenn man was verkauft hat, heißt es dann, oh, das brauchst du ganz dringend. Feenstein. Mhm. So. Hofgebäude errichten. Also, Hühnerstall haben wir schon. Dann noch ein Stall. Noch ein Stall für 4 Stalltiere, was auch immer das bedeutet. Dem Museum spenden. Stall? Ja, guck mal. Altes Schwert. 6 hier, Feenstein. Gold. Hier, dann noch das Ding. Kannst du alles Museum. Und Belohnung abholen. Was hast du denn? Was ist das denn? Das irgendein Crap. Austesten. Brunnen braucht kein Mensch. Silo haben wir. Mühle. Eine Mühle wäre doch noch interessant. Ermöglicht es, Mehl aus Weizen und Zucker aus Rüben herzustellen. Ja, nice. Hier.
Und die ist voll billig, aber man braucht Stoff. Wie stellen wir Stoff her? Zwiebel. Was ist? Das Richtige für uns. Was denn? Hier, komm mal her. Ich kann nicht, ich muss hier gerade mal weg. Wohin gehen? Kostet nur 2500. 150 Holz. Das ist doch gar nicht. 50 Stein, das ist auch nichts. Aber wo bekommt man Stoff her? Vier Stoff. Das ist eine gute Frage. Ah, ist das tolle Musik? Von Schafen wahrscheinlich, oder? Ich konnte mir jetzt übrigens Schafe auch eine Belohnung Schafe abholen. Das kann auch sein, gibt's Schafe? Ja, Schafe ist ein was ist? Wieso habt ihr den Scheiß gegossen? Wollt man da noch eine Gießkanne nochmal ab? Ja, das da. Bock, 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 bock. Ein Pferdestall gibt's auch, mit Pferd inklusive. So, ich habe Malachit gespendet. Pferd. Was ist 10k? Weiß, ich hab dir doch was gespendet. 100 Was hast und du denn, schickes Brilli? Eisen. Steht vorne am Eingang. Alles klar. Okay, Pferdestall. Ein Schleimstall züchtet Schleim. Da muss doch was drin sein, das ist doch ein Teich. Schleimbälle, aha. Hast du so ein kleines Entenbecken oder was? So ein Planschbecken. Hutstätte. Schaltet Enten frei. Oh, cool. Oh. Endlich mal Abwechslung auf dem Speiseplan. Ich liebe Enten. Also nee, wir können unseren nicht. Hühnerstall nee, verbessern. Dann passen da anstatt 4, 8 Kleintiere rein. Also Hühner oder halt Enten. Enten sind wirklich scheiße. Enten können wirklich Enten. Wer braucht Enten? Ich habe als Kind Enten immer den Schnabel zugehalten. Okay, du warst also von früher so ein kleines Arschloch. Mal, wie zur Hölle man Stoff bekommt. Enten sind doch cool. Ja, Enten immer nur. Ente gut, alles gut. Eben. Ich habe ja auch so einen singenden Stein gekriegt. Oh. Wunderbar. Der Ollen da runter. Psychedelic. Tiere am Start hat. Wolltest du mir jetzt diesen Stein zeigen, Brilli, oder was? Ja, der ist mega. Musst du gegenhauen. Yes. Ich weiß, ich habe selber einen bekommen, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Ja. Das war unser Sound. Das ist absolut. Das ist unser Lied, Mann. Ja. Ich glaube, der Mene könnte sich auch einen abholen. Mene, ein Telefon klingelt, Mann. Das ist nicht meins. Ja, sicher. Nein. Meine Nummer hat keiner. Ruft dich Brilli gerade an. Mein Telefon klingelt nicht. Glaub ich Zwiebels. Nein. Zwiebelfon. Nein, meins ist es nicht. Hier gibt's keine Fische in diesem Teich. Leckt mich doch alle am Anus. Nur wenn er gebleached ist. Was ist denn ein gebleachter Anus, Alter? Na, das, was der Name da vermuten lässt. Genau das. Ach stimmt, jetzt habe ich noch gar nicht geguckt. Warte mal. Was macht denn bitte der Schatzjäger? Fische entkommen nicht, während Schätze eingesammelt werden. Erhöht auch die Chance, Schätze zu finden. Zutaten 2 Gold kann ich mir direkt herstellen. Ja, suche nach. Habe ich nämlich dabei. Brilli hat den Erfolg DIY erhalten. Ja. Fragt ihr mich, ob ich die... Ja, ich suche deine Tante, wo ist die? Gib mir deine Tante jetzt. Ich habe sie vergraben. Oh, wie ich das hasse. Es hat das Ding wieder hier. Warum ist denn das immer so kompliziert? Was ist denn? Arbeiten? Wieso arbeiten die denn nicht in dieser Stadt? Haben sie denn. Das gibt's doch überhaupt nicht. Du musst du einen ganzen Tag investieren, damit du mal 2 arbeitende Leute antriffst. Labert dieser Mensch. Wovon labert dieser Mensch? Ja, ich war aber bei einer und danach bin ich zu einer anderen, weil ich von der auch noch was wollte, aber die arbeitet halt nicht, weil die sagt halt, es ist schon zu spät. Naja. Weil man einfach mal 10 Stunden braucht, das Dorf zu durchqueren. Dreck. Und hat die Geheimwege nicht. Wahrscheinlich. Oh, ein Amphibien. Durch deinen geblitzten Anus. Ey, lass doch mal jetzt meinen Anus, ey. Du hast damit angefangen. Na los. Ganz schön arschige Unterhaltung heute. Ich werde im Sommer deine Hochzeit crashen, Junge. Tja, du bist 2 Wochen vorher dran, freu dich schon mal. Das ist immer blöd, schon vorher zu drohen. Wie, im Abstand von 2 Wochen oder was? Ja. Ernsthaft? Wir planten sowas. Nachmachen, der Depp. Hättet ihr auch zusammen machen können. Ja, dann würden wir uns ja heiraten.
Es war ja so, ich hab hier montags, bevor wir aufgenommen haben, habe ich ihm gesagt, du, ey, wir heiraten dann und dann. Und was passiert? Ungefähr 3 Tage später kommt ein Rund-SMS mit seinem Hochzeitstermin. Genau eine Woche vor unserer geplanten Hochzeit. So, dass wir es halt noch einfach eine nicht. Woche verschieben mussten. Nein, ihr habt deswegen verschoben, oder was? Mehr oder weniger, ja. Nein. Das ist halt einfach eine Lüge. Nee, billig. Weißt du, das kommt jetzt wieder an, als wäre ich irgendwie ein Arsch. Dabei wusste ich überhaupt nicht, dass du heiraten willst. Klar, ich hab's dir gesagt. Wir haben drüber geredet und donnerstags oder so kommt die Nachricht. Hey, haltet euch mal den Termin frei. Genau, das ist dein Problem, Brilli. Du hörst nie jemandem zu. Was? Ihr lügt alle beide wie gedrückt. Findest du? Nee. Also. So, morgen kannst du gießen. Ne? Morgen gießt Brilli hier alles. 5 Felder kann ich machen. Komm ans Bett, ich will die Folge beenden. Ich mach einmal kurz Nachtangeln hier am Teich. Ja, oh, mach es ruhig. Wieder. Dann kriegst du wieder deine Kohle abgeknüpft. Unsere Kohle. Ah, der Typ, ey. Dann brauchst du jetzt auch nicht ins Bett gehen. Komm, wir verscheuchen ihm die Fische. Nein. Nein, geh mal weg, du blöder Mann. Alter, hier ist nur Mist in diesem Kackteil. Den haben wir noch nicht schon leer gefischt. Wie so ein Fahrstuhlglocke. Genau. Ding dong. Bing. Perfekt. Hier gibt's nur Schwarzbarsche. Ich kriege hier überhaupt keinen Fisch raus aus dem blöden Tümpel. Schön Joja-Cola. Und zerbrochene CDs. Nur Müll kommt bei mir. Bei mir heißt es sogar Müll. Das ist ganz schön geil hier mit dem Schatz. Grauer Haufen. Da kann man sich auf den Schatz konzentrieren und dann geht das aber nicht runter, wenn man außerhalb ist, wie es ist. Das ist natürlich toll. Jetzt nur Schwarzbarsche, Leute. Verarscht ihr mich oder was? Ein Produkt auf deiner Wunschliste ist im Angebot, sagt Christine. 5 goldene Schwarzbarsche. Hast du gerade geangelt oder was? Ich geh ins Bett. Ah, für eine durchweichte Zeitung habe ich jetzt hier noch meine Zeit verschwendet. Das ist super. Kannst du schön trocknen lassen und Brilli aus Klopapier hinlegen. Der freut sich. So. Gutes Nächtle. Brillipi. Brilli, komm. Die um 1 Uhr Bescheid, dann komm ich. Schlumpfine von Mexiko. Ja, hier gibt's nur Schwarzbarsche, ey. Leck mich am Arsch. Ist mir jetzt auch zu blöde hier. Am Schwarz-Arsch? Blöde. Na? Guck mal gerade hier. Oh, die haben seine Fischerei, ey. Jeder hat hier seine Spezialgebiete, Leute. Du hast. Weiß ich auch nicht. Oh, ich habe eine Brasse. Ja, toll. Jetzt komm, es ist schon 0 Uhr. Fische. Ja, ist super. Toll. Super. Hervorragend. Nee, super. Ist wirklich gut. Schön. Ja, hast du toll gemacht. Ich brauche noch den Aal. Da kannst du morgen machen. Jetzt komm heim. Komm jetzt heim. Bin auf dem Weg. Kann ich gleich wieder aufstehen? Die Energie ist voll. Ich will jetzt wissen, wie man Stoff bekommt. Ich wette, da muss man sich Schafe züchten oder so. Man kann übrigens züchten, falls ihr es gerade eben nicht mitbekommen habt. Was denn? Tiere züchten kann man. Ja, aber okay. Du schubst ein Männlein und ein Weiblein in denselben Raum und dann kommt ein kleines raus. Ja, das Prinzip ist mir schon klar, aber wo kriegt man denn die Viecher her? Bauernhof. Ja. Na, wir haben doch schon Hühner. Also, ach so, ne? Du nimmst ach so. Die Hühner und dann machst du kleine Hühnchen. Küken sozusagen. Haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Nee, wir haben Eier gemacht. Wir machen nur Eier. Und zum Brüten braucht man halt diesen erweiterten Hühnerstall. Also diese Hühnerstall-Erweiterung. Und dann kann man bestimmt die Hühner verkaufen oder die Küken verkaufen, oder? Genau, dann kannst du die Küken wahrscheinlich verkaufen. Oder Chicken McNuggets machen, keine Ahnung. Geil, schön durch den Fleischwolf drehen. Fischen, Fisch. So, also, Freunde der Sonne. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen, Zwiebel und Brilli. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.